Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Factorio. Und ja, man sieht schon, es sind jetzt schon ein paar Raketen gestartet. Ich habe mir nämlich ein bisschen, ja, Fehlerbehebung, ein bisschen Troubleshooting da gemacht. Ich wollte euch das jetzt einfach da sparen. Und zwar, ja, es haben zwei Fabriken sein müssen. Es ist sich mit einer einfach nicht ausgegangen. Ich habe auch überall Beacons rumgestellt, deswegen sind da ist ein bisschen was frei und ja, schaut nicht alles unbedingt so super toll aus, aber es dürfte jetzt alles halbwegs gut funktionieren. Ich habe auch noch ein paar Optimierungen machen müssen da mit den Verbindungen, weil das auch nicht ganz passt hat, da ist immer zu wenig. Ah, jetzt haben wir genug Leichtöl endlich einmal. Passt, da müsste auch genug Alkangas da sein oder auch nicht. Was aber nicht so schlimm ist, weil, ja, wir haben gerade im Moment sowieso genug. Und solange es so ein bisschen stockt und die Produktion hinterherkommt, ist es alles kein Problem. So, und zwar, ich habe jetzt im Moment keinen Mod drinnen, deswegen da die normalen Achievements, weil ich hätte ganz gerne... Wo steht das? Genau, Massenproduktion 3. Das Solaris, das habe ich nicht in der Welt gemacht. Das habe ich woanders gemacht. Das habe ich aber X-Hack, glaube ich. Ja, und das können wir eigentlich... Weiß ich nicht, ob ich das in der Map mache. Das mache ich, glaube ich, auch auf einer anderen. Weiß ich nicht. Aber das lassen wir mal laufen. Das mit den Schaltkreisen. Und ja, wir haben da jetzt schon... eine recht angenehme Menge an diesen Forschungsflaschen. Und wir werden jetzt einfach ein paar nehmen. Warte mal, und ich werde vorsorglich da jetzt schon mal ein paar Kisten hinstellen. Und dann würde ich sagen, dass wir die Folge mal ordentlich was forschen. Und was wir auch machen werden, wir haben ja da so quasi, naja, Problem. Naja, ist eigentlich schon ein Problem. Haben wir ja das Problem gehabt, dass wir... So, jetzt muss ich schauen, dass ich nichts anfahre. Ich habe irgendwas über den Haufen geführt. Irgendwo bin ich, glaube ich, angefahren. Naja, so wurscht. Und zwar war ja das Thema, dass sich das da nicht ausgeht mit den Forschungslaboren. Und irgendwie... Ja, ich meine, im Moment schaut es ganz gut aus, was den Füllstand angeht. Aber ich muss ehrlich sein, mir gefällt das System da nicht so ganz. Das ist irgendwie ineffizient. Da dieser lange Transportweg und irgendwie da mit den Schienen, das ist irgendwie komplettes Chaos. Und das würde ich ganz gerne mal neu bauen. Irgendwann. Und dann würde ich nämlich zuerst da oben die Labore machen, dass wir quasi die priorisieren. Und dann das unten machen. Weil das müssen wir dann im Endeffekt nicht so weit nach oben machen. Dann gehen wir mal da rauf und tun nochmal da die... Da haben wir überall die Filter hintern, das passt. Dann tue ich da jetzt einfach überall. Mal schauen. Okay, geht sich eh nicht ganz aus. Aber dann haben wir da mal ein bisschen was. Da haben wir mehr dran gestellt, glaube ich. Oder? Haben wir immer so wenige gehabt? Nein, da haben wir doch mehr... Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ich würde auf jeden Fall ganz gerne mehr hinstellen. Und was wir, glaube ich, auch machen müssen, ist, dass wir da das wieder rüberdrehen. Weil... Ja, da haben wir bald keine mehr von denen. Das können wir eigentlich jetzt schon mal machen. Und dann würde ich ganz gerne... Da... von denen welche machen. Und dann nehmen wir uns einmal da welche raus. Und da welche raus. Und wenn ich mich richtig erinnere, da müsste da eine Kiste stehen. Ah nein, da haben wir die Labore schon rausgenommen. Okay, na passt. Gut, na wir haben da sowieso welche. Dann nehmen wir jetzt einfach mal alle raus. Und da machen wir gleich nochmal 50.
Weil von denen... wir haben keine Zahnräder. Zahnräder. Da oben. So. Dann werden wir da mal... weiß ich nicht, ich würde da jetzt mal... da... das alles nehmen, damit wir das da genau draufstellen können, genau. So, Klippensprengstoff, habe ich zum Glück was. Und ich würde ganz gern noch was dazustellen. 1, 2. Machen wir mal 2. So, warte mal. Das passte da jetzt nicht ganz. Wie gehört das jetzt? Genau. So, so und so, so. Dann müssten alle alles kriegen. Ja, perfekt. Jetzt haben wir natürlich da wieder ein paar. Aha. Greifarme fehlen. Ui, gar nicht so wenige. Greifarme craften ist immer eine zahre Geschichte. So, und dann können wir auch gleich, ich würde nämlich gern wieder Artillerie-Reichweite machen. Und machen wir gleich zweimal. Das ist ja das Praktische jetzt an der Warteschlange, die wir haben. So, warte, dann nehmen wir uns da gleich noch welche. Labore haben wir jetzt nicht alle braucht, da tun wir wieder welche rein. Dann tun wir da noch den Rest hinstellen. Passt. Weiß nicht, wie schaut es da mit dem Verbrauch aus? Das müssen wir uns natürlich auch anschauen. Im Moment ist es da durchgehend, aber alles forscht im Moment gerade. Aber das Fließband ist komplett ausgelastet, das ist... das geht da mit Full Speed. So nah geht's nicht, weil das ist ein Fließband. Das hört aber auch nicht auf. Steht das da nirgends an? Da steht's an. Okay, ich glaube, das muss zurückdingsen. Das heißt, das dürfte quasi eigentlich schon irgendwie die maximale Länge sein, die wir da zur Verfügung haben. Weil wenn die Fließbänder natürlich nicht mehr schaffen, dann... ja. Geht eigentlich hier relativ durchgängig da. Okay, gut. So. Gut, was können wir dabei jetzt machen? Ich hätte da unten ganz gern einen gescheiten Stützpunkt. Und ich habe mir da so überlegt, wie wir das machen könnten, dass die Stützpunkte, weil die gehen ja, die werden ja immer kaputt. Und ich würde vielleicht ganz gern so eine kleine Base bauen, wo Züge hinfahren können, also wo wir einen bestimmten Zug haben. Oder können wir eigentlich so machen. Oder weiß nicht, wie man das macht. Halt, dass
dass wir einen Zug haben, der alles mit hat. Der hat Mauern mit, der hat Fließbänder mit, der hat Greifarme, Geschütztürme, Munition, eventuell Öl für Flammenwerfer und Artilleriegranaten. Der hat einfach alles mit. Und dass wir dann das alles immer entladen und natürlich auch Reparaturkits, weil die Roboter können, weil die dürfen wir jetzt verwenden. Warte mal, das könnten wir eigentlich. Was, das tun wir nochmal weg. Genau, Logistiksystem. Logistikroboter. Das würde ich da ganz gern alles einmal erforschen. Was ist da der Unterschied? Haben wir doch schon. Naja, okay, passt. Weil dann haben wir das nämlich auch. Dann, warte mal, dann tun wir da die Reichweite wieder dazu. Und das heißt, wir brauchen dafür jetzt irgendwo eine kleine Base, die uns das alles herstellt. Und, hoppala. Und da brauchen wir halt jetzt auch Steine dafür. Weiß ich nicht. Da oben sind noch ein paar Steine. Und ich überlege gerade, wir könnten eigentlich das auch gleich die Base machen lassen, die uns alles herstellt mit die Roboter. Ist nur die Frage, wo wir die hinbauen, weil wir haben quasi da oben eine jetzt. Und wir könnten ja... Weiß ich nicht. Da bleibt uns halt nicht genug Zeug über. Die kriegen da zu wenig Eisen. Okay, das ist natürlich interessant. Da steht viel Eisen. Okay, na, weißt du was? Dann fahren wir da runter, dann müssen wir nur... Ja, die Steinstation, die können wir eigentlich eh auch verwenden. Das ist jetzt nicht so das Problem. Gut, dann fahren wir da jetzt einmal runter. Und... Ah, shit. Und ich weiß nicht, brauchen wir... Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Raffinerie. Okay. Das heißt, wir müssen da Öl hinbringen. Weiß nicht, machen wir das mit Kohle? Oder machen wir das mit Öl, mit Rohöl? Weil wie es ausschaut, haben wir ja jetzt eigentlich wieder ein bisschen was. Und die zwei Dinger verwenden ja Kohleverflüssigung. Da ist alles voll. Na, dann machen wir das mit Öl. Weiß nicht, ob ihr das hört, aber meine Katze tut da gerade unterm Tisch irgendwie sich mit der Schachtel streiten, die da steht. Also, falls ihr irgendwelche komischen Geräusche hört, nur dass ihr aufgeklärt seid. So, jetzt machen wir da einen Verteiler her. Aha. Weiß nicht, also wenn es mich fragt, recht viel besser schaut das nicht aus. Ah. Okay, Rakete ist gestartet. Solange er genug Akkumulatoren hat, ist ja kein Problem. Da geht irgendwie wirklich zu wenig Eisen durch. Was, dann machen wir das so. Autosave. So, die müssen wir jetzt natürlich noch einstellen. Dass dann nur das durchgeht, was überbleibt. So.
Dann haben wir da auch wieder genug. Weil der braucht ja nicht alles. Und da haben wir genug. Okay, passt. So. Wo tun wir die Base hin? Wie wäre es mit da unten? Könnten wir machen eigentlich. Dann wären wir da jetzt. So. Wo habe ich jetzt das Auto hingestellt da oben? Ja, okay, man hört das eh nicht, was der da unten fabriziert. Das ist gut. So. Genau, da. Da würde ich das gerne hin tun. Und ich habe sowas ähnliches schon einmal gebaut. Und, oh, warte mal, Reichweite ist gleich fertig. Ah ja. Sollten überall die Kugeln fliegen. Da nicht, weil da ist keine Munition da. Okay. Aber da überall. Das heißt, ja, das Praktische ist, die können jetzt, die haben jetzt genug Reichweite, dass die auch über die Verschmutzung hinwegschießen können quasi. Was auch gut ist. So. Und zwar werden wir das so machen. Wir werden uns eine Station rausbauen. Achso, wir haben halt jetzt, sind da Schienen drinnen? Ja. Glück gehabt. Wir werden uns da eine Station rausbauen. Werden da wieder einen kleinen Zugspeicher herbauen. Die kommen dann von da so rein. Dann machen wir da nach oben den Zugspeicher. Achso. Das müssen wir wegtun, weil... So. Otto, du stehst gerade im Weg. Achso, da ist halt das, die Kohle. Die wollte ich mal auch irgendwann schnurren. Na okay, dann machen wir das ein bisschen weiter unten. Okay, warte mal, dann legen wir das als oberstes Gleis für den Zugspeicher mal fest. Und zwar brauchen wir einen Zug für Eisen, einen Zug für... Also vier Gleise. Ja, das sind natürlich jetzt die ganzen... Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ich weiß nicht, ob die das überleben. Ja, doch. Also überleben schon, aber... Puh. Okay. Na, aber das ist schon wichtig, dass die viel Reichweite haben. Natürlich schon wichtig. So. Dann werden wir da jetzt... Achso, na, das hätten wir eigentlich von vorher gleich gehabt. Jetzt müssen wir uns das da wieder suchen. Okay, ein weiter raus. Passt. Dann können wir da nämlich geradeaus raufgehen. So. Okay, das ist jetzt da. Ja, die Außenposten, die müssen wir uns irgendwann halt einmal alle anschauen. Wie die alle so beieinander sind. So. Und ich würde sagen, Zuglänge machen wir auf 2 Wagone. Und ich weiß halt gerade nur nicht, wie viel Züge wir da wirklich, also, nicht wie viel Züge, wie viel Schmelzkapazität wir brauchen. Ich hätte halt einmal gesagt, wir machen, keine Ahnung, irgendwie, weiß ich nicht, 2 Fließbänder? Ist das in Ordnung? Ah, also halt, ein Fließband für Kupfer, eins für Eisen. Ich denke schon. Und dann machen wir
Warte, wie war das? Das Kettensignal. Da das normale her. Dann haben wir Kettensignal auf. Da. 1, 2. 2. 2. Kettensignal. Zack. 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 Und zack. Und ich weiß nicht, machen wir das so? Das geht sich da unten nicht aus. Wir können es nur so komisch nach oben machen, irgendwie. Oder warte mal, wenn wir da runtergehen. Geht sich überhaupt nicht gut aus. Ja, müssen wir so machen. So. Dann haben wir da entladen. So, warte mal, die müssen natürlich auch. Ah ne, warte, die kommen ja sowieso nur von da oben. Ist halt ziemlich weit weg. Ist schon ziemlich weit weg. Ich hoffe, das geht sich aus. Wenn nicht, müsste man eventuell mehr Züge da machen. So, das heißt aber auch, dass die nur nach da oben rausfahren werden. Das heißt, da können wir das gleich so machen. Oder dummes überkreuz. Ja, so viele Züge fahren da sowieso nicht, dass das irgendwie ein Problem wäre. Dann werden wir uns einfach die Signale nehmen. Werden das da ein bisschen verschieben. So. Dann haben wir dein Kettensignal, dein Kettensignal. Da ein Herz. Wieder mein Mauskabel an. Das glaube ich jetzt aber nicht. Denk mal gerade so, hö, was passiert denn jetzt, wenn ich die Maus nicht mehr zugekriegt habe? So. Dann brauchen wir da natürlich eine Station. Und achso, na, wir brauchen ja dann mehrere Stationen, weil wir müssen das Zeug auch irgendwo abholen. Aber wir können ja das nach unten bauen. Das ist ja nicht das Problem. Achso, und wir haben ja auch gesagt, dass wir das mit Öl machen. Dann werden wir uns tatsächlich eine zweite Station herbauen. Und zwar nämlich da nach hinten. Und zwar machen wir die dann fürs Öl. Die machen wir für alles andere. Die mag ich blau machen. Nein, grün. Nein, blau.